Was ist Kommunikationspolitik? Was ist Kommunikationspolitik? Kommunikationspolitik ist Informationstransfer. Man bringt Informationen rüber auf den verschiedensten Wegen. Informationstransfer aber nicht einfach so, sondern zur zielgerichteten Beeinflussung. Ja, man hat also hier ein ganz konkretes Ziel, welche Informationen man rüberbringt und wie man sie rüberbringt. Das ist Kommunikationspolitik. Also die Information, die man rüberbringt, ist, ich kann sagen, zu 100%, lege ich mich mal drauf fest, zu 100% selektiert. Man bringt also die positiven Informationen rüber und man bringt sie auch in einer sehr positiven Form rüber, weil man hier eine positive Wirkung erreichen möchte. Das ist Kommunikationspolitik. Und Kommunikationspolitik, wenn wir hier das mal schreiben als Abkürzung, besteht aus verschiedenen Bereichen. Kommunikationspolitik ist der Oberbegriff. Und wenn man hier das anklickt, dann kommen hier, öffnen sich die einzelnen Fenster sozusagen. Ja, da ist die Werbung. Werbung ist nicht gleichzusetzen, sondern Kommunikationspolitik ist der Oberbegriff. Ein Unterpunkt ist Werbung. Dann ist da die Öffentlichkeitsarbeit, auch PR, Public Relations genannt. Dann ist da die Verkaufs Förderung, auch das ist Kommunikationspolitik. Dann ist da der persönliche Verkauf. Den könnte man auch unter Distributionspolitik fassen, aber hier kommt halt die persönliche Kommunikation besonders, tritt sie hervor. Und Product Placement. All das ist Informationstransfer zur zielgerichteten Beeinflussung im Rahmen von Product Placement sehr subtil und sehr unterschwellig. Ja. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.